Lasst uns heute mal über Siberian Fir sprechen. Das ist ja jetzt im März 2020 ein besonderes Öl. Und sorry, ich weiß, das Licht von hinten ist nicht optimal, aber ihr sollt euch nicht auf mich konzentrieren, sondern auf das Siberian Fir. Und zwar ist das die sibirische Tanne. Das kam so vor ein paar Jahren, lass mich mal überlegen, das ist noch nicht ganz 3 Jahre, glaube ich, her, als wir es das erste Mal bekommen haben. Und bis zu dem Zeitpunkt gab es immer nur White Fir, die Weißtanne, die aus Tirol auch kam. Allerdings war hier auch ein bisschen das Problem, die Weißtanne nachhaltig, zu einer nachhaltig hohen Qualität zu produzieren, war dann einfach nicht mehr möglich. Und doTERRA macht da ja keine Kompromisse. Also entweder das Öl entspricht den Qualitätskriterien oder nicht. Und wenn es nicht so ist, dann wird es halt aus dem Programm genommen. Also deshalb kann es manchmal sein, dass Öle kommen und auch wieder gehen. Mittlerweile wird schon von Anfang an sehr, sehr stark darauf geachtet, dass ein Öl, was als Einzelöl auch zu haben ist, auch wirklich, dass man im Vorhinein schon schaut, dass man die Rutschen legt, dass es das auch eben langfristig gut zu haben sein wird. Aber wir waren ein bisschen traurig, vielleicht am Anfang so, oh, White Fir, schade, ist weg. Aber das Siberian Fir, die sibirische Tanne, die ist wirklich ein, naja, also mehr als guter Nachfolger, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber kommen wir gleich dazu, was die denn so besonders macht. Also es ist wie alle Tannenöle oder Nadelöle sehr unterstützend für die Atemwege. Es ist aber auch sehr beruhigend. Das heißt, so ein Aroma, und ich habe es hier gleich. Was denn? Ich hatte es gerade eben neben mir stehen. Beim Inhalieren ist es wirklich was, was einen eben klärt, sauber macht, auch emotional. Es hat einfach so diese Beruhigung schon, die man auch im Wald empfinden würde. Denn dort duftet es ja dann oft nach Nadeln und sowas. Und das, was halt dann in der Luft im Wald sich um uns herum findet, das haben wir ja dann eigentlich sehr, sehr konzentriert im Fläschchen. Es ist auch klärend für die Haut und sehr hilfreich für Muskeln, Sehnen und Bänder. Ich hatte heute ein Training am Vormittag und habe mich schon lange nicht mehr so bewusst jetzt vor allem auf die Muskulatur bewegt, sagen wir mal so angestrengt. Und ich werde es sicherlich merken und dachte ich mir schon, ah, da werde ich mir heute am Abend dann mal so ein bisschen die paar Muskelgruppen einreiben mit Siberian Fir. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen Copaiba dazu tun. Vielleicht auch ein bisschen Lavendel, einfach weil das dann auch so dieses Entspannende noch zusätzlich hat. Und natürlich gibt es auch andere Mischungen, die das machen würden, die meiner Muskulatur gut tun würden. Aber ich finde es immer ganz nett, auch manchmal, gerade wenn ich so einen Fokus auf ein Öl habe, auch mal ein anderes zu verwenden, was ich vielleicht sonst nicht ganz so zuerst im Kopf dafür hatte. Also, das ist eben auch was Tolles für Muskeleinreibungen. Und die Besonderheit der sibirischen Tanne ist der hohe Anteil an Bornylacetaten. Ich hoffe, man sagt das auch so im Deutschen. Es ist Bornylacetate im Englischen. Aber gut, die chemischen Begriffe bleiben in der Regel auch gleich. Und das bedeutet, das ist schon ein Hinweis auf diese ganz starke Entspannungswirkung auch. Und sie hat allgemein ein sehr breites chemisches Profil. Also, und dennoch sind so ein paar Wirkstoffe oder ja, die so ein bisschen prominenter, wie man sagt, herauskommen. Unter anderem vor allem dieses Bornylacetat. Und auch eine Besonderheit ist, dass es freigegeben ist für die interne Anwendung. Und hier gibt es so ein paar Vorschläge, was kann man damit machen? Also einerseits natürlich zur Entspannung, wie wir schon angesprochen haben. Also es ist wirklich ein Öl, was relaxt einfach. Muss nicht unbedingt müde machen. Also es ist auch was, wenn man irgendwie unter Stress steht untertags, dann ist es eben etwas, was einen ein bisschen chilliger macht. Und bei trockenen Atemwegen, also wenn so dieses Gereizte irgendwie ist, dann ist das ein tolles Öl, vor allem im Diffuser eben, wenn wir gerade auch über Aromate sprechen. Äußerlich eben zum Auftragen bei irritierter Haut. Das können verschiedenste Sachen sein, warum eine Haut irritiert ist. Das kann ein Insektenstich sein. Das kann nach irgendeinem Kontakt mit etwas ein Hautausschlag sein. Es kann, wie sagt man da bei uns, Breakouts, also Hautunreinheiten, das Wort habe ich gesucht. Oder auch bei, und das ist jetzt sehr compliant-mäßig formuliert, bei überstimuliertem Gewebe, und ich habe das Wort Schmerzen hier verwendet, zum Beispiel Muskelkater, eben wie ich gesagt habe, überstimuliertes Gewebe, oh, das war irgendwie vielleicht viel, die Muskulatur hat sich mal ein bisschen anstrengen müssen. Eine Prellung wäre auch überstimuliertes Gewebe. Da tut es einfach weh, ja? Da fühle ich mich nicht ganz so wohl,
mal versuchen, eben, was passiert mit einer Einreibung äußerlich aufgetragen mit Siberian Fur. Und intern, das ist auch etwas zum Beispiel, das wird bereits seit vielen Jahrzehnten als Lebensmittelaroma verwendet. Also auch zum Aromatisieren geeignet. Wobei es in unserer Kultur hier in Mitteleuropa vielleicht nicht ganz so häufig ist, dass man etwas nach ja, Tannennadeln den Geschmack hat. Aber in manchen Ländern, ich meine in Sibirien, ja, also sagen wir so eher im Osten, ist das schon etwas sehr Geläufiges. Und es wird empfohlen, es zum Beispiel in einer Kapsel einzunehmen, um verschiedene Körpersysteme zu unterstützen. Ja? Also dieses Aroma auch innerlich zu nutzen für Herz-Kreislauf und Immunsystem zum Beispiel. Das ist auch eine Besonderheit des Bornylacetat, dass es eben für unser Immunsystem sehr stimulierend, unterstützend ist. Also es ist ein Öl, was wirklich rundherum einfach super genutzt werden kann. Vielleicht möchte jemand ja auch Baumcookies, Nadelcookies damit backen. Ich koste sie gern. Ja. Also wenn es jemand ausprobieren möchte, aber wie gesagt, es ist bei uns einfach als Lebensmittelaroma nicht ganz so geläufig. Gute Kombinationen sind auch zum Beispiel Zitrusöle zum Reinigen von Oberflächen, natürlich auch im Diffuser. Und ich habe es jetzt gerade eigentlich nicht wegen der, sag ich mal, reinigenden Wirkung, sondern also emotional reinigend vielleicht. Sensationell. Hiermit, ich komme gleich dazu. Ach, die Diffusermischung, ich greife vor. Nein, sage ich euch gleich. Aber ich habe es eben hier auch im Diffuser drinnen. Es ist eben sehr, sehr reinigend, sehr beruhigend, gleichzeitig doch auch ein bisschen erfrischend. Aber wenn man zum Beispiel einen Reinigungsspray machen möchte mit Zitrusöl, mit Zitrone zum Beispiel, ganz großartig. Es ist aber auch toll eben für die Atemwege im Diffuser, wahrscheinlich auch als Einreibung, aber natürlich, aber ich finde Atemwege profitieren immer am ehesten von einem Diffuser. Mit Rosmarin, Eukalyptus, Zypresse. Ich habe zweimal Eukalyptus hier stehen. Ja, um die Atemwege zu unterstützen. Eukalyptus doppelt und dreifach offensichtlich. Und Teebaum, Zedernholz oder Blütenöle sind dann eine tolle Kombi auch für die Haut. Blütenöle, das wären zum Beispiel Rose, Lavendel, Jasmin, Geranie. Wenn man irgendwie eben so Hautunreinheiten so ein bisschen ein Thema sind oder man die Haut einfach ein bisschen ja, frischer pflegen möchte, kann man natürlich auch wunderbar seine eigene Feuchtigkeitscreme damit machen oder in eine sehr gute Feuchtigkeitscreme auch diese Kombinationen einrühren für sich selber. Also man muss jetzt nicht alles von Null aufmachen. Ich verstehe das, wenn man dafür sich nicht so gerne Zeit nimmt. Und hier habe ich die Diffusermischung, die ich fast schon vorab verraten hätte. Renew and Refresh, das sagt schon mal alles. Hier ist drinnen Grapefruit Citrus Bliss, die Mischung der verschiedenen Zitrusöle. Da ist auch ein kleines bisschen Vanille dabei, das rundet das Ganze ab im Citrus Bliss. Und Siberian Fur. Ich finde, es hätte auch ruhig 2 Tropfen Siberian Fur sein können. Das ist hier so eine von doTERRA schon vorgeschlagene Diffusermischung. Aber das ist wirklich etwas, was einfach super gut und lecker riecht. Ja? Also es ist irgendwie nicht so richtig heimelig, aber auch nicht total, boah, überfrisch, sondern einfach, ja, wie beschreibt man das am besten? Ich meine, die Leute, die Öle kennen, ja, es ist irgendwie schon fruchtig und dann andererseits hat es doch dieses leicht erdendes, nicht das Richtige, aber dieses Beruhigende dabei, ja, so dieses Relaxende. Also das kann ich mir auch sehr gut als, wenn jemand nicht so diese klassischen Schlaföle mag, jetzt nicht so Lavendel-Fan und so ist, und es ist halt in vielen Schlafmischungen ganz gern Lavendel oder sowas drinnen, und man möchte von Blütenölen eher weg zum Beruhigen, dann probiert es einmal das. Ja? Also auch das wirkt, absolut. Und wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, jetzt im März, den ganzen März, ist es 10% günstiger als sonst. Wurscht, wo in ganz Europa, ich glaube sogar weltweit ist es diesmal in sehr, sehr vielen Märkten. Also echt mal eine gute Möglichkeit, um es einfach mal zu testen, um zu sagen, schau mal. Es ist ein Öl, was ganz, ganz gern übersehen wird, dieses Siberian Fur, weil ja, man denkt nicht immer sofort an Nadelöle, aber dabei ja, können die schon einiges und ich mag sie ganz gern, weil ich bin jetzt nicht so der gewürzige Typ, so extrem blumig mag ich auch nicht, aber so dieses, ja, dieses Waldgefühl, dieses, ach, ich bin einfach, also das draußen einfach hineinholen, das mag ich sehr, sehr gern. Da bin ich immer dankbar, wenn ich mit solchen Ölen das machen kann. Von daher, viel Freude damit und lasst mich wissen, was ihr so für Erfahrungen mit der Siberian Fur sammelt. Tolles Öl. Bis bald.